Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Es gibt aber zum Beispiel auch keine Polizei, die dich irgendwie verfolgt, wenn du mal nicht geblinkt hast oder sowas. Deswegen blinke ich überhaupt gar nicht, weil es gibt keine Strafe. Moment, wer hat da jetzt Vorfahrt? Ich oder der andere? Jetzt sehe ich ihn leider gar nicht mehr. Scheiße. Er wartet, alles klar. Das, ich dachte, das wäre jetzt rechts vor links, aber tja. Dann halt nicht. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Und die werden das im Laufe der Jahre, glaube ich, immer weiter verbessern, weil dieser Truck-Simulator, der verkauft sich eben auch ganz gut. Nicht so bombig wie der Landwirtschaftssimulator, aber der verkauft sich ganz gut, weil viele Trucker sich den auch kaufen zum Teil. Und auch Leute, also die gerne später mal Truck fahren möchten oder die einfach Fans sind von diesen Trucks. Oder die halt einfach kein Truckfahrer geworden sind, sondern halt irgendwas anderes arbeiten. Genau. Weil das war nämlich das Ding, was ich mal gehört habe, dass die Leute, die solche Simulatoren spielen, egal wie grottig der Simulator ist, dass es meistens Leute sind, die gerne diesen Beruf mal ausgeübt hätten oder die diesen Beruf ausüben. Oder sehr viele sind, die diesen Beruf ausüben, die dann auch noch gerade den Simulator spielen, was ja eigentlich total seltsam ist. Weißt du, du fährst den ganzen Tag Truck, kommst nach Hause, willst dich entspannen, setzt dich vor den Truck-Simulator. Ja, richtig, richtig. Also ich kann es mittlerweile schon nachvollziehen und ich kann aber auch dem größten Mist-Simulator eine gewisse Freude abgewinnen, weil ich einfach gerne unterhalte. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und das sind die ein dankbares Thema. Also eben auch, weil sie zum Teil so grottig sind, ja, und weil halt zum Teil Sachen passieren, wo du einfach nur noch die Hände vom Kopf zusammenschlagen kannst. Und ich spiele die ja nicht ewig. Also wenn es ein wirklich grottiger Simulator ist, dann spiele ich den vielleicht mal 10 Folgen oder sowas. Und beim Truck-Simulator, das sind wir jetzt irgendwie, ich weiß es nicht genau, lass mal kurz überlegen, wir könnten schon Folge 80, 81 jetzt sein hier, mit der, die wir gerade hier machen. Das mache ich natürlich nicht, wenn ich den scheiße finde. Also da mache ich keine 80 Folgen dann, das ist schon klar. Und ich habe auch noch einen anderen Simulator, das ist The Hunter, das ist eine Jagdsimulation, die ist auch gut. Also die ist grafisch sehr, sehr gut und ja, die Simulation der Jagd ist auch ganz ordentlich gelungen. Aber man braucht Geduld. Also das ist kein Actionspiel. Und genauso wie hier, das ist ja auch mit dem Truck. Deswegen habe ich ja die Idee des Talk-Trucks entwickelt, weil man so wahnsinnig lange Fahrten hat. Ja, die muss man irgendwie überbrücken. Genau, und da kann man am besten reden. Und da kann man eben sich irgendwie einen Wolf labbern. Und halt, die Leute interessiert das halt, auch verschiedene YouTuber mal zu hören. Ja? Jetzt hier auch dich, der halt wirklich jetzt an der 50.000 Abonnenten-Marke kratzt, das ist natürlich auch interessant, weil du halt natürlich eine massige Erfahrung hast. Das ist halt einfach schon, ja, spannend. Auch wie wir eben mal drüber gesprochen haben, über Hater, ja? Ja, genau. Dass das selbst einem abgewichsten, so sagt man es glaube ich, einem abgewichsten YouTuber eben auch manchmal was ausmacht. Ne? Und das ist schon cool zu wissen und zu erfahren, glaube ich. Ich glaube, jeden macht das was aus. Also gerade wenn du alleine eine Einzelperson bist und so, dann macht dir das was aus. Ich denke mir jetzt, Leuten wie Gronkh macht es jetzt nicht mehr so viel aus, weil der hat ja wirklich einen Haufen an Leute, die ihn vergöttern und verehren. Und da bricht das gar nicht mehr durch. Außerdem hat man da auch gar nicht mehr die Möglichkeit, alles zu lesen. Aber ich habe immer noch die Möglichkeit, alle meine Kommentare unter den Videos zu lesen. Also zumindest, wenn ich ein Video hochlade, die neuesten. Fürs neueste Video, die letzten 3 Videos, da gucke ich immer die Kommentare, bis ich halt wieder neue Videos habe. Aber ich sehe gerade hier, die beste Autobahn fehlt ja im Simulator, weil ich jetzt mal direkt die Seite vom Euro Truck Simulator aufgerufen habe und mir die Karte angucke. Und die A7 ist ja leider nicht mehr dabei. A4, A10, A11, 12, 13 und 17 in Deutschland. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist die A7 aber auch nicht die beste. Für mich ist es die A70. Die A70. Das ist meine Lieblingsautobahn. Die ist schmal und kurvig, aber wenig befahren. Okay. Da macht es Spaß zu cruisen. Das ist wirklich cool. Ich weiß nicht, was ist in der A7 so toll? Aber die fahre ich halt jeden Tag. Ja eben, aber das ist doch immer Stau auch, oder? Also nicht ja, so wie okay, und ich habe 5 Baustellen von mir bis zur Schule über die A7. Das ist natürlich dann auch blöd. Das wäre jetzt gerade für dich mit deinem Truck scheiße, weil da würdest du ja gar nicht durchkommen überall. Ja, so eine Simulation, Stau fehlt halt auch noch, aber ich glaube, da sind sie dann auch mal ein bisschen vorsichtiger, weil ja, damit kann man ja auch jeglichen Spielspaß killen, wenn man ständig im Stau steht. Also ich würde durchdrehen, glaube ich. Also mich regen ja schon die langen Rotphasen im Citybus-Simulator auf, die sind anscheinend dem realen Leben entnommen, da stehst du halt erstmal, das ist nämlich nicht so doll. Okay. Aber weil du andere YouTuber erwähnt hast, schaust du selber Let's Plays eigentlich noch?
Let's Plays habe ich noch nie geguckt. Das ist so geil. Das höre ich immer wieder. Ich bin also mittlerweile wirklich fasziniert, dass die Let's Player in der Regel keine Let's Plays gucken oder nur ab und zu mal reinschauen. Das habe ich jetzt mehrfach schon gehört. Was ich mir angucke, sind halt auch Tutorials zu spielen, Reviews, also so komplett wirklich das Spiel durchgespielt und dann zusammengefasst. Aber so Let's Plays an sich gucke ich eigentlich gar nicht, weil ich selber ja auch nicht spiele und das ist dann wie ein Film, den ich auch noch nicht mal selber spielen kann. Also ein Spiel, das eine Story hat, das ich noch nicht mal selber spielen kann. Also ich muss dann dem Typen zugucken und manchmal werde ich da auch aggressiv dabei, wenn ich ihm zugucken muss. Also keine Ahnung. Und bevor ich dann anfange, in die Kommentare reinzuschreiben, du musst die Kiste, weißt du, dann lasse ich das lieber, das zugucken. Ja, aber du als YouTuber müsstest doch auch wissen, warum man irgendwie manchmal total verpeilt durch die Gegend eumelt, weil man halt irgendwie gerade labert und es nicht mitgekriegt hat, ja. Dass man da diese jene Kiste vielleicht aufmachen kann. Oder warum verspricht man sich ab und zu mal? Das liegt ja auch daran, weil man so drauf getrimmt ist oder so drauf konzentriert ist, dass man sich nicht verspricht, weil man weiß, man hat im Hintergrund eine Aufnahme und wenn man es verkackt, müsste man es entweder neu machen oder, ja, keine Ahnung, man kann sich da kaum retten raus. Und dann durch dieses Wissen, okay, im Hintergrund läuft eine Aufnahme, du musst jetzt alles wirklich perfekt machen, passiert das dann häufiger, dass du was falsch machst. Murphys Gesetz. Ja, das ist wohl wahr. Aber jetzt habe ich natürlich ein Problem, ne? Weil ich wollte dich unbedingt im Rahmen dieses Interviews auch fragen, wer denn dein Lieblings-YouTuber ist. Und jetzt hast du ja gar keinen. Ja, doch, vielleicht hast du ja einen Lieblings-YouTuber, nur keinen Let's Player, ne? Ja, genau. Also, das würde noch gehen. Ich gehe mal ganz kurz auf meine Abo-Liste, weil dann ist es ein bisschen leichter zu sagen. Also ich gucke halt auch gerne so YouTuber wie Echt Allwissend, also Dr. Allwissend oder so. High Five gucke ich zurzeit gerne. Ja, ansonsten, also es sind so ein paar, die sind dann wieder rausgefallen, die ich früher gerne geguckt habe. Aber ich glaube, so ein amerikanischer YouTuber, Tyken132, der hat es mir am meisten angetan damals. Bis heute gucke ich den seine Videos halt seit 2 Jahren. Und der macht halt auch Let's Play zu Minecraft, aber macht das so, dass er quasi 30 Minuten Parts aufnimmt und dann zwischendrin geht er mal irgendwas anderes machen und dann, ey, Leute, guckt mal, ich habe heute vor, hier einen Aufzug zu bauen und deswegen nehme ich das mal auf, deswegen heute halt. Also der macht das nicht durchgehend. So ein Gronkh, der 800 Folgen aufnimmt, wie er Holz hackt und wie er dann daraus ein kleines Hütchen baut, ist ja bei dem nicht so. Der hätte wahrscheinlich schon 1000, 2000 Folgen, weil er halt einfach immer erst dann aufnimmt, wenn er wirklich was Interessantes gerade vorbereitet hat. Und dann zeigt er das, wie er das baut. Und das sind halt immer recht coole Sachen. Deswegen ist das so mit mein Lieblings-YouTuber. Kann ich denn dich dann fragen, wen du für den besten Let's Player hältst in Deutschland? Ja, das ist für mich Gronkh, auch wenn ich seine Videos nicht gucke, aber er hat halt einfach die Erfahrung und dieses Können, konstant etwas zu reden und dabei auch noch lustige Dinge rauszubekommen. Also wirklich komplett seine Art und sowas. Also ich muss sagen, das ist halt so, er hat es verdient, dass er fast 1 Million Abonnenten hat und dass er nächstes Jahr die 1 Million knacken wird. Das ist ganz sicher. Wir haben relativ viel gesprochen über das Thema Hater und was ein bisschen schwierig und nervig ist an YouTube. Was ist denn richtig geil bei YouTube? Warum machst du das überhaupt? Schwierig. Ich finde es geil, Leuten zu helfen. Okay, Ich da finde sprichst du dann wieder diese Tutorial-Schiene an, ne? es. Genau, und ich finde es traurig, dass wenn man so etwas macht, dass man dann gehatet wird, weil man Sachen erklärt, die zu einfach sind für manche Leute. Ich meine. Ja, ich kann es mir vorstellen, ja. Ja, man macht diese Tutorials für die Leute, die es nicht verstehen. Die sind total dankbar und die Leute, die das schon kennen, weil sie irgendwie eine Woche vorher das schon mal ausprobiert haben oder weil sie es einfach kennen. 40.000 Leute, sagen wir mal 500 kennen es, gell? Und die 500, die hacken dann so auf einen rum, ey, was zeigst du für eine Kinderscheiße, das brauche ich gar nicht mehr, das weiß ich doch schon Ewigkeiten, du musst mal irgendwas Neues bringen, was ist nur los mit dir, weißt Ja, und macht dir dann das sowas aus oder ist das dann eher... Ja, es macht mir was aus, das ist ja das Problem. Und dann muss ich mich aber jedes Mal darauf besinnen, dass ich das ja für Leute mache, die das noch nicht kennen, die noch nicht wissen, was man da machen kann. Und die sind ja unglaublich dankbar dafür, dass sie die Hilfe bekommen.
Also man reagiert, glaube ich, wirklich unterschiedlich. Jeder Mensch reagiert anders und jeder Mensch hat andere, ich sag mal, Schwachpunkte, ja, die ihn mehr nerven, würde ich sagen. Wenn mir das passieren würde, was du gerade beschreibst, dann hätte ich damit kein Problem, weil ich sag dir ganz ehrlich, die Tatsache, ja, dass jemand mir mitteilen muss, dass ich viel zu einfache Sachen zeige, ja, und er so super schlau ist, ja, die Tatsache, dass gleichzeitig er nicht merkt oder es nicht schnallt, dass das eben für Anfänger ist zum Beispiel, ja, zeigt mir doch seinen geistigen Horizont. Ja, der ist entweder so eng, ja, wie eine Vorhautverengung, ja, oder er ist einfach, wie soll ich sagen, er ist erst 12. Und dann kann ich es nachvollziehen, dass die so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, naiv sind. Die sind doch einfach wirklich auch naiv. Da würde es mir zum Beispiel nichts ausmachen. Was mir auch überhaupt nichts ausmacht, ist, wenn mich einer so richtig beleidigt, ja, also versucht. Ich sage immer, zu beleidigen versucht, also mit Schimpfwörtern, ja. Weil das zeigt mir, dass, naja, das Gehirn eines Schimpansen wahrscheinlich deutlich ausgeprägter ist im Vergleich. Wem nichts Besseres einfällt, um mich so ein bisschen zu ärgern, ja, was sie ja letztendlich vorhaben, diese Hater. Also, pff, ja, sorry, das geht mir echt am Arsch vorbei. Ich schenk mir erstmal was zu trinken. Kacke! Jetzt habe ich mein Trinken verschüttet. Ja, ich habe einen Unfall gebaut. Warte mal. Ja. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Ich muss am Anfang, ich habe mir eigentlich vorgenommen, wenn ich jemanden hier mitnehme im Truck, der ja nicht wirklich bei mir ist, sondern via Funk verbunden, dass wenn ich irgendwie schreie, du blöder Pisser, dann meine ich dich nicht, ja? Dann meine ich wieder irgendeinen Idioten, der mir die Vorfahrt genommen hat. Jetzt habe ich mich gerade irgendwie auf der Autobahn, bin ich zu weit nach rechts. Deswegen habe ich gesagt, habe ich mein Trinken verschüttet, weil ich das ja weiß, dass du dann wahrscheinlich irgendwo reingefahren bist oder so. Es tut mir leid. Ich sehe das dann später und ich hoffe, dass es einfach dazu passt. Es tut mir leid. Ja. Warte mal, ich muss gerade gucken, wo sind wir denn überhaupt? Ja, das ist auch wieder sowas, ja. Jetzt habe ich nämlich Escape gedrückt, damit ich die Map öffnen kann. Da haben ja auch schon Leute da unten drunter geschrieben, du musst M drücken, dann geht die Map direkt auf, ja. Dann sage ich, leckt mich doch. Wenn ich Escape drücken will, dann drücke ich Escape. Und dann sehe ich hier zum Beispiel meinen LKW in voller Pracht, ja. Den kann ich dann nochmal bewundern und dann, klick, gehe ich auf die Weltkarte. Und dann kann ich die auch angucken. Und ich bin irgendwie, Moment, kurz vor Bremen. Ja, Richtung Bremen. Aber du weißt ja, wie es ist. Zum Beispiel bei diesem Minecraft-Let's Play, was du gemacht hast mit deiner Frau zusammen. Ja. Dann schreiben irgendwelche Leute unten drunter, ey, du geistig behinderter Vollidiot, jedes Kind weiß, dass du die Steine so anordnen musst, um einen Ofen zu bekommen. Und dann denkst du dir, ey, danke, dass du mir sagst, dass ich die Steine so anordnen muss, aber warum musst du mich geistig behinderter Vollidiot nennen, wenn ich das Spiel erst seit 2 Stunden spiele? Ja, aber genau diese Leute, die gehen mir sowas von dreispurig an der Autobahn vorbei, weil, die mir einfach zeigen, dass ihre Intelligenz nicht ausreicht, zu sehen, für wen ich das mache und wie ich das mache. Ja, also wenn die das nicht checken, ja, dann tut mir leid, dann fühle ich mich von denen irgendwie auch nicht so richtig angearscht. Da müssen sie ein bisschen andere Geschütze auffahren. Ja, also das, was ich auch immer ganz gerne mache, ich bin ja der Meinung, es gibt Leute, die sagen ja, mit Hatern geht man so um, dass man sie ignoriert. Ja. Don't feed the troll und so heißt es ja immer. Ne? Don't feed the troll. Ich sehe das anders, ehrlich gesagt. Also ich benutze die ja auch, die Hater. Ich sammle immer die schönsten Kommentare und drehe die dann einmal quer durch den Fleischwolf bei meinen Videoblogs und verarsche die dann erstmal so richtig. Ähnlich wie ich es damals eben bei PC Action bei den Leserbriefseiten gemacht habe. Ich nutze quasi diese Menschen aus, ja, um andere zu erheitern. Und das finden alle echt ganz lustig und deswegen mache ich das. Und wenn ich einem Hater oder einem Idioten mitteilen möchte, dass ich ihn für einen Idioten halte, dann tue ich das auch. Es ist mir scheißegal. Wir können alle Don't Feed the Troll machen. Das ist mir völlig egal. Bei mir muss das raus, sonst platze ich. So einfach ist das. Genau. Das ist dann aber für dich, ist das eine gute Möglichkeit. Wenn ich das mache, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe, wenn es einfach aus dir rausplatzt und du lässt es dann auch mal zurück aus und versuchst es aber auch auf deine Art und Weise zu machen, dann kommt sofort wieder 5 Leute, die das nicht gut finden, was du gerade machst. Also das richtig, ist total, richtig. Es ist total seltsam teilweise. Es gibt auch kein Rezept für jedermann. Das muss jeder anders entscheiden. Also ich kann eben nur nach deiner Meinung fragen, wie es du machen, wie du das machst, wie du damit umgehst. Und ein anderer muss es wieder ganz anders machen. Jeder, wie er zurechtkommt, ja.